The Holy Spirit in his power can create new things we didn't know before. Der Heilige Geist in seiner Kraft kann neue Dinge schaffen, die wir zuvor noch gar nicht gekannt haben. As I mentioned, in the past months many, many things happened. So wie ich es erwähnt habe, ist in den letzten Monaten viel passiert. And I know about many, many brothers and sisters. Their life has completely changed. Und ich weiß von vielen, vielen Geschwistern, deren Leben sich völlig verändert hat. Because of the passing of beloved ones. Weil Geliebte in die Ewigkeit gezogen sind. Because they got seriously sick. Weil sie schwer krank wurden. Because in their personal life there were unexpected changes. Weil in ihrem persönlichen Leben unerwartete Veränderungen waren. Or just because of the pandemic. Oder vielleicht nur wegen der Pandemie. And now they find themselves in a absolutely new situation they were not prepared for. Und jetzt finden sie sich in einer völlig neuen Situation, auf die sie nicht vorbereitet waren. And many are just lost, they don't know what to do. Und sie fühlen sich verloren, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Trust the power of the Holy Spirit. Vertrau der Kraft des Heiligen Geistes. Even in this absolutely new situation, totally unknown situation, he will create for you the way to be blessed and comforted. Selbst wenn es eine völlig neue, eine völlig unerwartete Situation ist, wird den Weg bereiten dafür, auf dem du getröstet und gestärkt wirst. He will find way and means to bless you, to provide you peace and even to provide you joy. Wird Wege und Mittel finden, um dich zu segnen, dir Frieden zu geben und Freude. This new situation won't hinder him to save you. Diese neue Situation wird ihn nicht daran hindern, dich zu erretten. To be transformed into the image of Christ. Um in diese Natur, das Wesen Jesu Christi hineinzuwachsen. Trust the power of the Creator, the Holy Spirit. He will do it. Vertraue der Kraft des Schöpfers, des Heiligen Geistes. Wird's machen.